Der Bettelwurf. Schon aus weiter Ferne ragt der 2725 Meter hohe Felsgigant aus dem Karwendel und zieht aufgrund seiner interessanten Form immer wieder Bergsteiger an. Die Überschreitung von der Bettelwurfhütte aus bietet ein besonderes Abenteuer für Bergsteiger mit erster alpiner Erfahrung. Gestartet wird am großen Parkplatz in Absam, am besten noch vor der Dämmerung. Nach einer langen Betonstraße biegen wir rechts in den Wald hinein ab und nun wird der Weg auch merklich steiler. Die Aussicht wird aber auch immer besser. Insgesamt gilt es rund 2000 Höhenmeter zu überwinden und der Bettelwurf erfordert vor allem im Schlussteil des Aufstiegs noch genügend Kraft und Konzentration, um sicher voranzukommen. Über schmale Wege geht's in die Schotterreise, die gut gefüllt ist und vor allem im Abstieg ein Gerölllauf zulässt, der die Höhenmeter nur so verfliegen lässt. Die Steilwände um uns herum sind gewaltig und deshalb achten wir hier auch besonders auf Steinschlag. Irgendwoher kommt der ganze Schotter ja. In den heißen Sommermonaten empfiehlt es sich wirklich früh zu starten, eventuell sogar in der Dunkelheit, um dann nicht am Hitzekollaps zu scheitern. In leichten, versicherten Passagen geht es nun höher und langsam holt die Sonne den Vorsprung auch auf. Immer tiefer werden die Blicke sowohl nach unten, aber auch ins restliche Karwendel. Und mittlerweile sieht man auch das erste Zwischenziel, die Bettelwurfhütte. Der Weg dorthin ist nur noch ein Katzensprung. Ab hier geht's nun direkt am Kreuz der Hütte vorbei, steil nach Norden. Die Latschen hören auf, das Felsgelände beginnt. Immer wieder schmeißen Gämse den ein oder anderen Stein runter, also Helm aufsetzen. Zu Beginn startet man mit einer guten 2-Minus-Stelle und steigt in den ersten Teil des einfachen Klettersteigs ein. Immer wieder gibt's auch unversicherte Passagen, die absolute Trittsicherheit benötigen. Grundsätzlich empfehlen wir für diese Tour einen Steinschlaghelm, einen Klettergurt mit Klettersteigset und Rastschlinge und festes Schuhwerk mit robuster Sohle. Außerdem sollte Sonnencreme und ausreichend Flüssigkeit für die doch sehr, sehr lange Tour definitiv nicht fehlen. Der Übergang vom kleinen auf den großen Bettelwurf bietet coole Ausblicke und nach der Querung startet gleich der deutlich anspruchsvollere Teil der Überschreitung.
Hier ist Kraft gefragt und ein Klettersteigset zur zusätzlichen Absicherung empfohlen. Der Fels kann hier nämlich auch mal recht rutschig sein. Doch die Aussicht ist durchgängig ein Traum. Im leichten Klettergelände, maximal im ersten Schwierigkeitsgrad, geht es nun über teils brüchigen Fels weiter in Richtung Gipfelkreuz. Und hier stehen wir auch schon auf dem imposanten großen Bettelwurf. Eine gelungene Tour, die definitiv schon etwas geübte Bergsteiger anspricht und keine Einsteigertour mehr ist. Der Abstieg geht über den Normalweg, den Eisengattalgrat, deutlich leichter wieder in Richtung Hütte zurück. Wenn euch der Tourguide gefallen hat, dann abonniert die Alpenacademy und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal sagen wir Bergheil!